wenigstens bei den norwegischen Fjorden so eine so schöne Fotos kriegen. Hier sehen wir schon die wichtigsten Gebäude der Stadt. Links die Olai-Kirche, in der Mitte die Alexander-Nevsky-Kathedrale und rechts den Dom. Tallinn, oder früher besser als Reval bekannt, hatte eine Reihe nicht immer friedlicher Herren. Zuerst waren es die Dänen. Dann, nach der Entwicklung des Handels im 15. Jahrhundert, kamen die Schweden, die Deutschen und schließlich war es von Russen besetzt. Und dann endlich am 20. August 1991, 51 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, zur Zeit des Moskauer Putsches, wurde Tallinn erneut Hauptstadt eines unabhängigen Estlands. Reval gehörte zum Handelsbund der Hanse, was man an den deutschen Schriftzügen deutlich erkennen kann. Dies ist das im 13. Jahrhundert errichtete gotische Rathaus der Stadt mit dem Wahrzeichen, dem Vanna Thomas. Dies ist der Eingang der Ratsapotheke von 1422. Sie ist damit die älteste noch tätige Apotheke Europas. Wir schlendern jetzt so langsam durch die Gassen Richtung Tompeja, der Oberstadt. Die Oberstadt ist noch von einer weiteren, extra dicken Stadtmauer umgeben. Hier oben auf dem Burgberg sehen wir als erstes die sehr schöne Alexander-Nevsky-Kathedrale. Sie wurde um 1900 als Sinnbild der Russifizierung Estlands erbaut und nur weil sie so ein touristischer Anziehungspunkt ist, wurde sie 1991 nicht von den wütenden Esten abgerissen. Dieses rosa Gebäude ist ein Teil der alten Burg, heute das estländische Parlament.
Dort am Horizont kommt ein weiteres Wahrzeichen der Stadt in den Vordergrund, die Sängermuschel. Bis zu 15.000 Sänger auf einmal passen dort hinein. Die Altstadt Tallinns wurde 1997 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Dies ist das Haus der Schwarzhäupterbruderschaft. Sie vereinte unverheiratete deutschstämmige Kaufleute und war von 1400 bis 1940 aktiv. Gebrannte Mandeln gibt es hier in allen Geschmacksrichtungen, unter anderem auch mit Pfeffer und Chili. Im Mittelalter war Tallinn eine der am besten befestigten Städte der Ostsee. Ich habe noch zwei Flaschen Vana Tallinn, die lokale Likörspezialität, gekauft und nun wird es langsam Zeit, zum Schiff zurückzukehren. Aus touristischer Sicht ist Estland für mich eine Überraschung gewesen. Ich hätte nicht damit gerechnet, eine so schöne und so gut erhaltene mittelalterliche Altstadt vorzufinden.